Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die VVS Box von UFO 361. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. VVS von UFO 361, das Ganze am 17. August erschienen. So sieht das Ganze aus. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. Und eine kleine Besonderheit zu dieser Box. Diese Box habe ich als allererste Box in meiner Sammlung nicht persönlich aus meiner eigenen Tasche bezahlen müssen, sondern die wurde mir zugeschickt, gratis. Und dafür nochmal ein riesen Dankeschön an das Management von UFO, speziell an Nico. Danke, danke, danke für diese Box. Gut, wir schauen mal, dass wir die Folie abmachen. Und so sieht das Ganze dann aus. Wir haben hier eine blaue Box und hier jede Menge Diamanten schwebend auf dieser Box verteilt. Dann hier den gelben Schriftzug VVS. Vielleicht ganz kurz was zu dem Albumtitel und auch zu diesen Diamanten. VVS, für die, die es nicht wissen, ist eine Klassifizierung von Diamanten bezüglich des Reinheitsgrades. Und zwar steht VVS für Very, Very Small Inclusions, also mehr oder weniger sehr kleine, sehr, sehr kleine Verunreinigungen bei einem Diamanten, entsprechend dem Reinheitsgrad eben. Und daher auch dieses Artwork. Wir haben hier jede Menge Diamanten und wir sehen es schon, wenn wir das so ins Licht halten. Das Ganze ist in so einer Glanzoptik gemacht worden. Sieht echt, echt gut aus in meinen Augen. Auf der Unterseite ebenfalls Diamanten und ein Barcode. Rechts auch in so einer glänzenden Optik Stay High. Das Label von UFO, über das das Album erschienen ist. Die Oberseite ebenfalls in dieser blauen Optik. Hier dann wieder UFO 361 in dieser Glanzoptik. Und auf der Rückseite auch wieder in dieser glänzenden Optik VVS. Und die Credits zum Album. Gut, dann machen wir das Ganze mal auf. Hier rechts auch blau. Wir haben als erstes mal einen Tourflyer zur Stay High Tour 2018. Das Shirt. Die Instrumentals zum Album. Das Album VVS an sich. Und die Bonus-EP. Von innen die Box blank weiß. Ein Boxinhalt, der jetzt bei mir nicht dabei war, schade, ich hätte ihn euch gerne gezeigt. Es gab zusätzlich zu dem Inhalt, den ich euch jetzt gerade gezeigt habe, auch noch ein Diamond Ticket. Meines Wissens gab es in einer einzigen Box ein Diamond Ticket. Und zwar war das rechteckig und blau und gelb. Und wenn ihr dieses Diamond Ticket in eurer Box vorfinden solltet, dann ist das euer Gutschein, euer Beweis für eine Kette, für eine Stay High Kette, die ihr von UFO bekommt. Und zwar ist das eine Weißgoldkette mit Diamanten, in dem Fall VVS Diamanten, im Wert von ungefähr 5 Riesen. Also das ist doch eine Menge. Gut, wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht es aus, das Album kommt in einem Pappschuber und wir haben hier so eine Frau in so einer Pin-Up-Manier. Und zwar ist das hier Bonnie Strange, die einen riesigen Diamanten in den Händen hält. VVS lesen wir hier. Auf der Rückseite des Pappschubers haben wir dann die Tracklist, 17 Tracks an der Zahl. Und zwar haben wir einmal Features von Quavo, von den Migos, Raf Camora und Rich the Kid. Also drei Features auf 17 Tracks verteilt. Dieser Pappschuber lässt sich natürlich abnehmen. So sieht das Cover dann der CD aus. Kommt in einem Standard Jewelcase. Auf der Seite lesen wir auch nochmals UFO 361 VVS. Auf der Rückseite natürlich ebenfalls die Tracklist. Und dann schauen wir mal hinein. So, wir haben einmal das Booklet. Diverse Münder und diverse Diamanten. Schöne Sache. Gefällt mir richtig gut. Also auch so dieses Artwork. Mit dieser Frau in dieser Pin-Up-Optik. Hat auf jeden Fall Style. Auch wieder hier jede Menge Diamanten. Und hier dann auch noch Rolex-Uhren. Schön gemacht. Zum Abschluss nochmals Stay High.
Dann haben wir die CD. Sieht so aus in Silber und Gelb. UVO 361. Auch sehr stark glänzend, passend zu den Diamanten. Und auch hier gibt es wieder Diamanten auf der Rückseite. So, machen wir das wieder hinein. Zu diesem Album gibt es auch Instrumentals. Und zwar kommen die in diesem Digisleeve, in dieser Papphülle, 17 Instrumentals am Start. Die CD, wie auch schon die Album-CD, nur eben hier mit dem Zusatz Instrumentals. Dann haben wir die Bonus-CD, die Bonus-EP, UVO 361, hier ein Diamant in Herzform. Und zwar lesen wir hier SAA, beziehungsweise, wenn wir es umdrehen, steht hier natürlich dann auch VVS. Also die VVS-EP ist das, auch in einem Standard-Jewel-Case. Und auf der Rückseite haben wir dann hier 7 Tracks an der Zahl, allesamt Solo-Tracks. Und hier haben wir dann auch wieder einen kleinen Einleger, ein Mini-Booklet, UVO 361 in Schwarz und Rot. Sehr schön. Also das gefällt mir richtig gut vom Design und auch von der farblichen Gestaltung. Stay High zum Abschluss. Schwarz-Rot, meine absolute Lieblingsfarbkombination. Dann haben wir hier auch nochmals UVO 361 VVS stehen. So sieht das aus. Und ein Herzdiamant auf der Rückseite. Gut. Dann haben wir die Tourdaten. UVO 361 Stay High Tour 2018. Hier die Dates. Also, hier könnt ihr UVO dann live sehen. Er kommt natürlich auch nach Wien. Und das Ganze sind nicht nur die Tourdaten, nein, sondern wir haben hier auch eine unterschriebene Autogrammkarte. Also oben rechts wieder VVS zu sehen. Dann hier Bonnie Strange mit Diamanten, mit so kleinen Stücken hier im Gesicht. Und dann lesen wir hier noch UVO 361 mit schwarzem Stift unterschrieben. Und als einen letzten Boxinhalt haben wir dann noch ein Shirt mit dabei. Und zwar sieht das so aus. Hellblau, farblich ähnlich wie auch schon die Box gestaltet. Und zwar haben wir hier auf der Brust einen riesigen Diamanten mit VVS-Schriftzug in Gelb und darunter dann ebenfalls in Gelb UVO 361. Neckprint haben wir ebenfalls. Stay High. So sieht das aus. Gefällt mir gut. Ich bin generell immer ein Fan von Neckprints. Und wir haben hier keine Größe. Meines Wissens ist das Ganze Größe L. Dann haben wir hier noch mit einer Sicherheitsnadel diesen Anhänger hier. Das ist Karton. Stay High in Pink und Gelb. Lösen wir den mal raus, diesen Anhänger. So. Und das Ganze ist, wenn ich es richtig weiß, schauen wir mal ganz kurz. Jawohl. Stay High Merch. Und zwar haben wir hier das Etikett Stay High, Größe L. Und wir haben es zu tun mit einem Shirt aus 100% Baumwolle. Hier sind noch die Wasch- und Pflegehinweise. Okay, und hier steht noch in diversen Sprachen im 100% Baumwolle. Sehr schön. Wir schauen uns das Shirt nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das hellblaue Shirt mit dem großen Diamanten im Brustbereich. Da lesen wir dann wieder VVS und darunter UVO 361. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt generell nicht so der Riesenfan von hellblauen Shirts. Allerdings hier in Verbindung mit diesem Gelb und diesem großen Diamanten hat das echt was. Und dieses T-Shirt werde ich auf jeden Fall tragen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L. Dann die Autogrammkarte von UVO 361. Die VVS Bonus EP mit 7 Tracks. Die Instrumentals zum Album im Digisleeve. Und natürlich das Album an sich mit 17 Tracks kommt in diesem Pappschuber. Also insgesamt kommen wir dann samt EP auf 24 Tracks und 3 Features.
Das alles in dieser wunderbaren Box VVS von UFO 361. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr UFO 361 unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.